Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, ich habe wieder diverse Mods in meinem Download-Ordner gefunden und weiß gar nicht mehr, warum ich sie geladen habe, wann das passiert ist und so weiter und so fort. Ich glaube, das hier, das war nur ein Update. Die Class, die habe ich ja eh schon, aber anders. Und die habe ich auch, aber selbst. Und den, der lief noch nie. Und warum er hier da ist, weiß ich schon wieder gar nicht. Irgendwo gefunden, mitgenommen. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das in mein Let's Play reinnehme oder nicht. Und also gucke ich mir die Dinge an. Ne? Und ich weiß nicht genau, ob ich das auf meinem Hauptkanal mache oder auf meinem Zeitkanal. Wir fangen einfach mal an und gucken, was passieren tut. So, wir starten den Vogel ab. Diego guckt an. Und was guckt er sich an? Das ist im Prinzip das Pardon zu meinen drauf umgefallenen Videos. Ob das jetzt öfter mal passieren wird? Ja, nein, doch vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, warum diese Map jetzt hier schon wieder kilometerlang am Laden ist hier. Hallo, die Sinnezeit läuft. Wir essen zeitig. XMG ist auch nicht mehr das, was früher mal war. Aha, der gnädige Herr. Ja, wir fangen sofort mit dem Xerion an. Weil mir schwant Böses. Ich kann mir schon direkt vorstellen, was Storbild ist schon mal. Naja. Gucken wir mal. Wir nehmen den ganz großen. Wir wollen ja wissen, was Leuchtes lag. Wir wollen auch einmal die Zwillingsbereifung. Und ein Missing. Oh, oder Breitreifen. Wir nehmen einmal die Breitreifen. Jawohl. Und wir nehmen einmal den kleinen mit Zwillinge. Und mal gucken, was passiert. Ich habe ja keine Ahnung nicht. So, das hätten wir. Und da ist dann auch ein Gülle-Fassi-Fassi bei, oder wie habe ich das gelesen in der Beschreibung? Oder muss ich die extra laden? Oh ne, da ist was dabei. Oh, diese Horsch-Sachen, die sind mal Sahne, ey. Aber die brauche ich nicht mehr, brauche ich mir nicht mehr angucken, die kenne ich ja schon. Ja, wir kaufen den Großen, ne? Ja, wir kaufen den Großen. Und wir kaufen die Schlappis. Die Schlappis kaufen wir auch, so. Ja, das ist im Prinzip alles, was ich brauche. Wir sind direkt bei den Mukus. Wenn es irgendwo Gülle gibt, dann bei den Mukus. Das ist hier ein Standard-Map, ne? Da teste ich mal so meinen Kram halt. Ne? Ihr kennt das. Ist eine Menge los hier, sehe ich gerade. Bin schon ein bisschen weit länger am Testen. So, ach ja, alles klar. Ja, dann kann ich auch direkt aufhören. Das ist der Xerion, der kein Innenleben hat. Es gibt zwei Xerions. Der eine ist zu groß skaliert und der andere hat kein Innenleben. Man kann sich dann also aussuchen, was man spielen möchte. Ja, auch die Hinterachse sehr gelungen. Ja, Leute, das ist nicht mehr LS17. Es tut mir furchtbar leid für den Modder. Also das Modell ist ja, das ist ein uraltes Schätzchen. Das wird ja auch immer nur geklaut und benutzt und dann werden da 30 Millionen Skripte eingefügt. Aber dass man mal nicht auf den Boden gucken kann, ne? Das ändert keiner, weil ist klar, das 3D-Modell ändern ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man daran will. Halleluja, ne? Der einzige Vorteil ist, ich glaube, Imsen hier ist nicht zu groß skaliert, ne? Ich guck mal kurz, ob ich was hab. Ich glaube, eine Sämaschine wäre ganz gut, ne? Bist du denn Exacto Dry Metero? Und du bist auch exakto 3 Meter und du auch. Ich glaube, ich nehme den hier, weil der so eine schöne kantige Form hat. Oh, mal gucken, was mache ich zuerst. Wie weit das Tierchen dann an 3 Meter kommt. Was der alles für Funktionen hat, interessiert mich nicht. Ne? Und der kann von mir aus eine Hubschrauberfunktion haben. Wenn das Ding von innen hohl ist, fahre ich damit nicht. Ne? Oh, mal kurz gucken, dass wir so ungefähr die Kante erwischen von der 3 Meter Maschine. Oh, warte mal, noch mal die andere Seite. Hat auch eine brutale Beschleunigung, das Tier. Mhm. Oh, der ist auch noch, das ist ja nice. Oh, der ist also locker 3,30 breit.
bin, nicht sogar noch breiter. Und hat kein, also der ist also falsch skaliert und hat kein Innenleben. Das ist also quasi ein Doppelmutzi. Ja, sehr schade, ne? Sehr schade. Ich habe ja immer noch Hoffnung, dass Klaas im nächsten LS vielleicht mit dabei ist. Also, dass die wirklich bei Klaas mal nach 3D-Modellen fragen. Was ist passiert? Warum nimmst du den nicht mit? Doch, macht er. Also an sich, diese Kombination mit dem Keweiko-Fass und so, ne, das ist natürlich mega, ne? Und ich sehe gerade, das funktioniert auch gar nicht mit den breiten Puschels. Das ist aber ärgerlich. Ei, und jetzt habe ich die sperrbare Hinterachse nicht drin. Aber das wird ein Schauspiel jetzt, YouTube. Wenn ich jetzt rückwärts in das Gestänge hier rein darf. Eieiei. Das ist so schade, ne? Man sieht richtig schon, ne? Guck mal, wie breit der Xerion ist im Vergleich zum Fast, Leute. Ah, das ist... Das war mal so eine Zeit lang, also im Elva war eh alles größer skaliert. Und das war mal so eine Zeit lang, war das so größer als besser, ne? Und Schlüter-Fan war übrigens, also die Rona, das war mit die erste, die angefangen ist, 1:1 Modelle zu machen, ne? Und dann sind die Leute völlig durcheskaliert, ne? So, wow, 1:1 und boah, echter Maßstab und so. Und das ging natürlich im LS11 überhaupt mal gar nicht, weil das sah aus wie ein Spielzeugtrecker, ne? Gegenüber die normalen Standard-Schlepper, ne? Ja. Was hier wohl los ist, Clark, das täte mich mal interessieren. Also im Real Life funktioniert das, ne? Ich weiß nicht, was hier. Wahrscheinlich, weil der Trecker zu breit, also weil der Trecker einfach zu groß ist wahrscheinlich, ne? Und das Fass ist wahrscheinlich original. Jetzt können wir noch einmal kurz gucken. Nee, nee, mach mal bitte. Ich wollte den eigentlich schon gar nicht mehr laden, ne? Jetzt ist, ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Jetzt nehmen wir mal eine schmale Bereifung. Gucken mal, ob es dann ein bisschen besser ist, aber... Naja. Konfigurieren bitte. Nimm mal irgendwas Schlankes. Ja, Standard. Komm, Standard muss doch gehen. Aber ich schätze, selbst Standard ist noch zu breit. Ne? Und also das hier, das ärgert mich einfach, ne? Sowas. Ne? Ich weiß auch, wie es passiert ist. Und zwar, im Elva waren die Sachen noch da. Und was, im 13er oder sogar erst im 15er, da hatte Giants was geändert. Da, oh, wie war das nochmal? Da war dann irgendwas mit Out of Range. Irgendwas war da und dann wurden die Texturen nicht mehr dargestellt. Da gab es eine Fehlermeldung. Weil, oh, wie war das nochmal? Die Textur durfte nur im, also wenn man sich so eine Skala macht, so ein Koordinatenkreuz, ne, hast du ja deine beiden Achsen, die sich überschneiden, du hast einmal einen positiven Bereich und einmal einen negativen Bereich. Und die Textur durfte nur quasi in dem rechten oberen Feld sein, also im positiven Bereich. Und wenn das nicht war, gab es eine Fehlermeldung. Und um diese Fehlermeldung wegzukriegen, musste man das Teil neu texturieren. Und da aber die wenigsten Leute, die hier tolle Lenkradskripte und was einbauen, texturieren können, oder weil es auch die Hölle Arbeit überhaupt ist, ne? Also das ist ja das Allerschlimmste quasi an dem ganzen Modell, das ist das Texturieren, ne? Also, und damit fällt auch die ganze Mod. Also ihr müsst mal drauf achten, mit einer vernünftigen Textur steigt oder fällt das ganze Modell. Ja, das kann noch so schön ausmodelliert sein. Haut dir da eine Kacktextur drauf, ist das ganze Ding unansehnlich. Ne? Und deshalb schrecken da viele vor zurück. Und in dem Zusammenhang sind die Teile von dem Trecker verschwunden. Weil da waren, wie gesagt, diese Texturfehler drin. Und seitdem hat er das halt nicht mehr. Weil, ja, lock-free. Oder ich glaube, das wurde auch nachher, das wurde gar nicht dargestellt. Ne? Ich glaube, entweder wurde die ganze Mod nicht dargestellt oder irgendwas war auf jeden Fall. Ja, und dann jetzt spätestens beim Rumkonvendieren in 17er sind dann die Sachen endgültig verschwunden. Ne? Was eigentlich sehr schade ist. Ne? Das Güllefass als solches ist super. Sehe ich gerade. Das ist ein richtig schickes Ding. Nur wie gesagt, der Schlepper zu gross, ne? Was willst du machen, ne? Und Leute, ich kann nichts dafür, ne? Ich habe das Modell nicht gemacht. Ich
guck mir das nur an. Ne? Die meisten schimpfen dann immer auf den, der die Botschaft überbringt. Ne? Ihr müsst nicht den erschießen, der die Botschaft überbringt. Ihr müsst den erschießen, der es angefangen hat. Ne? Der die Sachen daraus gelöscht hat oder das 3D-Modell nicht überarbeitet hat. Ich sag ja nur, wie es ist. Ich kann doch nichts dafür. Ne? Dann kriegt man immer einen Satz heiße Ohren, weil man die schlechte Nachricht überbringt. Ne? Ah, schade, ihr ist schon gedüngt. Ein Particle System hat er nicht, okay. Aber ansonsten, also das Fass gefällt mir. Das Fass ist echt mal nice, ey. Ja, sehr schade. Gucken noch einmal, wie es jetzt mit den... Aber mit den normalen Reifen geht's fast, ne? Aber gut. Wie gesagt, der Trecker ist viel zu breit und zu hoch wahrscheinlich auch. Und deshalb passt das alles nicht. Tja, YouTube, das war das erste Mal Diego guckt. leider keine Augenweide, leider eher schießen mir da die Tränen aus den Augen. Ich kann es nachvollziehen, es ist halt eine Schweinearbeit. An das 3D-Modell selber gehen die wenigsten ran. Skripte einfügen und so, das ist dann schon mal schneller gemacht. Ist ja bei mir auch nicht anders. Ne? Ich packe ja auch so gut wie nie ein 3D-Modell an. Ne? Ist halt eine Schweinearbeit, was willst du machen? So, in diesem Sinne, habt euch lieb!